Boah, Alter, ich fasse es einfach nicht, was der von uns wissen will. Da kommt doch keiner drauf klar. Ja, pass auf. Ich erzähl's dir mal. Ja, da die Bilder direkt mit dem Körper des Betrachters in Verbindung treten, werden mittels der rezeptionsästhetischen Methode Aspekte des Körpersubjekts einerseits analysiert und andererseits auch bestimmte Sinnschichten offengelegt, die das kulturelle Subjekt betreffen. Alter, was? Das versteht doch keiner. Ja, genau so geht's mir auch. Hä? Nee, ich hau den Scheiß jetzt hin. Rezeptionsästhetik, wer sich diesen Mist ausgedacht hat? Ja, alles klar, wir sehen uns morgen. Ich hab keinen Bock mehr. Ich gehe jetzt auch pennen. Ja, mach's gut, ciao. Ey, du da drüben. Hä? Wo bin ich? Hä, wie, wo bin ich? Du bist hier im Bild, du Pfeife. Du checkst Rezeptionsästhetik nicht? Holla, na dann hör mal zu. Rezeptionsästhetik setzt sich, wie du erkennen kannst, aus zwei Wörtern zusammen: Rezeption und Ästhetik. Also zum einen die vom Bild vorgegebene Art der Wahrnehmung und zum anderen die vom Bild gesteuerte Verbindung der einzelnen Bildbausteine zu einer visuellen Ordnung. Immer noch unklar? Der gute alte Wolfgang Kemp hat das gut zusammengefasst. Du fühlst dich wie im Bild? Du als Betrachter des Bildes nimmst also einen vom Bild festgelegten Standpunkt ein, die sogenannte Leerstelle. Komm, ich zeig's dir. Ich bin die Kontaktfigur im Bild. Ich hole dich vor dem Bild ab und zeig dir meine Welt. Die Wichtigtuer unter uns würden mich als bildkompositorische Brücke bezeichnen. Apropos Wichtigtuer, die gibt's hier auch. Guck mal da. Was guckst du so? Hat man dir nicht beigebracht, dass es unhöflich ist, andere Leute anzustarren? Du bist so vorbildlich. Ganz genau, das ist ja schließlich meine Aufgabe. Mein Verhalten ist stets tadellos. Ich diene dir als Betrachter, also wortwörtlich als Vorbild. Nicht so wie der da. Das hat mit Unhöflichkeit nichts zu tun. Ich als Rückenfigur bin im Grunde wie du nur ein Beobachter. Ich staune geradezu über die Weite der Welt und manchmal erschreckt mich, was ich sehe. Ein anderes Mal imponiert mir aber die Schönheit der Natur. Nur die da hinten, die beeindruckt niemanden. Ja, ich weiß, alle denken, ich habe einen Knall. Aber hey, ich bin individuell. Als Reflexionsfigur mache ich eben nicht genau das, was alle von mir erwarten. Ich werfe einen kritischen Blick auf das Bildgeschehen und so kannst du dir deine eigene persönliche Meinung bilden. Ich glaube, jetzt hat er's. Ich glaube, Ich jetzt hat glaube, jetzt er's. hat er's. Ich glaube, jetzt hat er es. Ich glaube, jetzt hat er's. Hast du es jetzt gerafft? Ich glaube, jetzt habe ich's.